krass, mal zu sehen, wie es dann ist, mit den Gastronomen so zu reden, wie du das immer handeln musst und so. Das ist schon schwierig. Ali, Vaelo gibt dir heute einmal das Feedback, wie wir den Döner bewertet haben. Du wirst gleich... Hey, chill. Warum? Schön, dass ihr am Start seid zum neuen Video, wieder mit Vaelo. Servus. Wie fühlst du dich, wenn ich mein Intro mache gerade? Ich fühle mich ein bisschen angemacht. Ja. Moin, ihr Lieben. Gefällt dir das? Ja? Das hat was, ja. Geil. Auch hier in der Natur so. Ja, irgendwie ironisch. Ja, okay. Ja. Wir haben schon ein Video gemacht. Ich glaube, das war vorher draus der beste Döner der Schweiz. Jetzt Nummer zwei mit dem teuersten Döner der Welt, glaube ich sogar. Kann sein, ja. Wahrscheinlich wird nirgendwo irgendeiner so einen teuren Döner verkaufen, weil es nicht lohnt. Nee, glaube ich auch nicht. Wir werden den teuersten Döner der Welt testen. Über 100 Euro kostet das Ding. Es waren schon viele Leute da. Heute machen wir das auch mal. Vielleicht hat er, man weiß auch nicht mehr. Die Welle ist weg. Jetzt ist ein Jahr her, zwei Jahre her. Wie performt er jetzt? Ja, wir werden dann mit der Karre jetzt hinkursen. Wir haben einen schönen Tester hier am Start. Ja, und dann noch ein, zwei Bilder von der Schweiz. Und dann werden wir direkt loslegen. Let's go, machen wir. Ja, let's go. Hatten hier gerade noch Essen. Habe ich gedacht, lass doch einmal Obdachlosen geben. Weil wir hatten auch noch was, was wir nicht angerührt haben, sag ich mal. Aber gibt keine Obdachlosen hier. Ne? Wir sind hier in einer kleinen Stadt. In den großen Städten gibt es natürlich welche. Ja. Krass, bei uns in Buxtehude. Ich habe mit denen gechillt. Mit denen, wirklich. Wir haben am Bahnhof gechillt. Einfach so, weil die haben einen dann angesprochen. Dieter, weiß ich noch ganz genau, war unser bester Kollege. Immer geschnackt mit Dieter. Grüße gehen raus an Dieter, falls du das sehen solltest. Wir sind direkt hier am Start. Da ist der gute Vaelo. Zu unserer Verteidigung, wir haben 36 Grad hier draußen. Wir sind anderthalb Stunden mit Klima gefahren. Ich fühle mich echt benommen gerade. Also wenn ich jetzt irgendwo gegenlaufe oder so, dann wisst ihr warum. Sieht sehr clean aus, der Laden. Ich weiß jetzt nicht, ehrlich gesagt, ob ich eben gerade mit 100 Euro Scheiße gelabert habe. Irgendwie 90 Euro oder so kostet das, glaube ich. Wir gucken da gleich rein. Ich hoffe, wir können da ein paar Aufnahmen machen. Ich habe das Brot da schon ein. Das war auch was, wo zum Beispiel der gute Evanio, Kuss geht raus an Evanio, von geschwärmt hat. Dieses Brot, das war einfach so Meisterwerk. Das war so flauschig, so weich, so ein bisschen kuchenmäßig auch, hat er, glaube ich, gesagt. Gehen wir mal rein. Was erwartet uns jetzt? Uns erwartet jetzt ein viel zu teurer Döner, wo das Ambiente aussieht wie ein Luxushotel. Ja, ist so. Aber glaubst du, der wird schmecken, wenn man jetzt sagt, so deine Prophezeiung, wenn wir das jetzt ranken, 1 bis 10? Ich hoffe, der wird gut sein für den Preis. Aber ich habe so ein bisschen Angst, dass der Preis nicht gerechtfertigt ist. Ja, ich auch. Rein da. Ja, rein da. Wolltest du gerade Faust geben? Nee. Nee? Okay, nee, gut. Ich kann dich hängen lassen. Moin, moin. Ali. Servus, mein Lieber. Wer bist du, Olli? Ali. Ach, Ali. Ich dachte, Olli. Ja, geiler Name. Der Besitzer, ich kenne dich. Du bist der Besitzer, ja? Wir testen jetzt hier. Ja. Was hältst du davon? Du lädst uns heute ein. Natürlich. Ehrlich jetzt? Oh, geil, Mann. Das war nicht geplant. Hallo. Geil, dann können wir einfach loslegen, ne, Ali? Ja, ist gut. Okay, hallo. Danke, danke. Ich schwöre auf meine Mutter, es war nicht geplant. Wir werden beide Döner heute essen. Eigentlich wollten wir beide Döner. Wir wollen einen Teil, ne? Ja. Wenn er auf Ollis Nacken geht, dann... Vielleicht dachte der den normalen Döner, ne? Nein. Das hat er gesagt. Wir bestellen einfach. Okay. Es wird jetzt drei Runden geben. Ja. Drei Runden. Eine Runde mit Vorspeisen, eine Runde mit Klassik-Kebab, der auch mit Ei und Käse irgendwie voll special. Hat er gesagt, ja. Ja, ja. Und eine Runde mit dem teuersten Döner der Welt. Wagyu Beef ist da drin. Viel Spaß jetzt gleich. Erstmal mit dem Laden und dann bei Runde 1. Ausgemachter Eirand von Ali. Köstlich. Dieser Döner mit Käse und Ei. Ei wirklich auf der Platte mit einer Scheibe Käse drauf. Und das kommt dann in den Döner rein. Und Pommes als Vorspeise mit irgendeinem Chicken. Hat er auch schon gesagt, besten Pommes der Welt. Hat er gesagt. Knusprigkeit on point, von innen richtig schön weich, saftig, gutes Gewürz. Let's go. Prost. Mhm. Also die, sage ich dir, sind jetzt nicht so prickelnd, ne? Kann man essen, ne? Aber so eine Dinger leben auch oft von Panade. Halten wir es kurz, die gehen geiler, sagen wir es mal so. Pommes dafür wirklich on point. Klassisches Kantinen-Chicken. Ja, immer so, ne? Viel Spaß bei Runde 2, Klassik-Kebab.
on the sound. Hoodie season, back around. No more summer bounce. Let you squeeze out. Squeeze. See the indoors when we're falling down. Oversized jumper with our underwear out. Das Fleisch soll Kalb- und Hähnchenmix sein. Aber man sieht, so wie ich das raussehe, dass es Hackfleisch ist. Ja, sieht nach Hackfleisch aus, ja? Ja. Also er hat gesagt Kalb und Hähnchen, aber er hat nicht mehr dazu gesagt quasi. Sehr tomatenlastig. Ach, das Ei und der Käse kommt jetzt noch. Das hat schon ein gewisses Special-Feeling. Aber jetzt nur von mir, du kannst gerne gleich deine Meinung sagen. Das mit Käse ist schon geil, kommt schon. Aber insgesamt ist das jetzt, ja. Es ist so wie noch ein bisschen mehr Proteine drin, die nach nicht so viel schmecken. So. Und am Ende des Tages ist es so, wie man es sich vorstellt, einfach eine Scheibe Käse reingelegt. Bei uns nennen wir es immer Schablettenkäse. Ei schmeckt man jetzt nicht so direkt. Aber sonst, ja, durchschnittliches Ding. Würde es mir nicht wieder bestellen. Ist ein solider Standard. Ja. Moin Ali. Na? Ich muss sagen, habe ich so zum ersten Mal so gegessen. Wir haben mit dem Käse und ein Dings drin. Ja. Mhm. Ich habe jetzt gesagt, das ist so ein Durchschnittsding, sage ich mal. Ne? Kann man gut essen, lecker. Aber ich glaube einfach, die Leute gehen hier hin, um gerade was Döner angeht, um dieses Special-Ding zu essen. So, ne? Schon hauptsächlich das. Echt? Für uns ist wichtig, nicht, dass du nach dem Kebab lach bist. Wir würzen alles nicht zu fest. Mhm. Konsistenz kann ich überhaupt nicht meckern. Das ist wirklich nice, ja. Weil ich bin ja immer auf der Suche nach dem Besten, des Allerbesten. So. Da wäre es jetzt nicht dabei. Ne? Das ist halt so ein leckerer Snack, den man sich zwischendurch gönnen kann, aber halt nicht so irgendwie Top 10 so, ne? Das nicht. Aber nicht falsch, verstehen, lecker, auf jeden Fall. Alles gut, respektieren. Okay. Also auf den Punkt gebracht, ist ein solides Ding, einfach ein Durchschnittsteil, ne? Schablettenkäse ist dazwischen, ganz normale Hackspieß drin, zwischendrin Tomate sehr im Fokus, dicke Stück Tomate gehabt, mehr gibt es eigentlich auch nicht zu sagen. Ich kann dir nur zustimmen, ich finde es vor allem in erster Linie krass, mal zu sehen, wie es dann ist, mit den Gastronomen so zu reden, wie du das immer handeln musst und so. Das ist schon schwierig. Ne? Das ist schwer, ne? Runde 3, wir gehen direkt jetzt nochmal zur Zubereitung. Noch einmal kurz, bekannt auch in den Zeitungen gewesen, der erste Kebab im Weltall. 2017 haben die den Kebab ins Weltall geschossen. So, da ist das berühmte Brot, nur dass ihr das schon mal seht. Ein so ein Ding irgendwie 4-5 Euro, ne? Alleine schon im Einkauf wohl. Kommt die Expertin dafür? Ach, das ist die Geschäftsführerin. Der muss das jetzt on point sein. Und das ist wirklich aus Japan, dieses ganz teure Fleisch, ne? Es gibt ja auch verschiedene Qualitätsstufen. Das ist wirklich sehr gutes Fleisch. Die haben viermal hintereinander Auszeichnung gewonnen zum besten Fleisch. Und jetzt auch noch Chinakohl, angebraten, auf der Pfanne. Das geile Fleisch, geiles Brot. Viel Spaß bei den Aufnahmen und dann werden wir das gleich snacken. Und dann knallt sie das zweite drauf und nochmal knallt sie das da drauf. Man sieht auch gerade, wie Aicha das Öl noch darunter holt. Sagt Ali nochmal, das ist das Kostbarste. Da ist so viel Geschmack drin, ne? Fast wie mit einer Pinzette. Du hättest Chirurgin werden können. Den müssen wir aber aufessen, die. Schon Krise, jetzt schon. Würdest du sagen, es wird jeden Tag bestellt, Ali? Wir verkaufen etwa im Monat zwischen 100 bis 150. Kommt das nochmal in den Ofen hier rein. Also viel Spaß bei Runde 3. Der 91-Franken-Döner hat mir eben schon erzählt, der Ali, der größte Abnehmer in der Schweiz für Wagyu Beef. Wir ballern rein, jetzt die Verköstigung. Ultra teures Brot, ultra teures Fleisch. Wir haben hier noch getrocknete Röstzwiebeln drauf, wir haben auch eingelegte Zwiebeln drauf, Lauch, Vinaigrette, zwei verschiedene Soßen. Rein damit. Der Biss ist unglaublich weich. Ich hatte trotzdem Angst, wenn ich da reinbeiße, dass das Fleisch auf einmal zäh ist. Ich vermute, das geht kaum bei diesem hochqualitativen Fleisch. Auch durchs Brot, ganz weich, der komplette Biss. Man muss einfach sagen, es hat überhaupt nichts mit Döner zu tun. Das ist klar, es wird Döner genannt, aber Döner ist es definitiv nicht. Aber es hat schon was Besonderes. Die Soßen sind halt so ein bisschen Asia-Style. Ganz ausgefallene Soßen, dieser China-Kohl, diese Kombi, schon speziell. Aber es hat was. Ich
beinahe so, als würdest du einfach in Fett reinbeißen. Vom Biss her, von der Festigkeit. Ich habe auch gedacht, das Fleisch vielleicht zäh. Es ist null zäh. Digga, erster Biss ist nice. Mhm. Also finde ich geil. Also ganz spezielles Feeling einfach vom Brot, das Brot ist Endlevel. Ich weiß nicht, wie die das machen. Das für einen normalen Döner, ich weiß nicht, ob es umsetzbar wäre, aber wäre mal ein Experiment wert. Das ist ziemlich intensiv salzig, aber nicht drüber. Die sind richtig an die Grenze gegangen, das ist richtig intensiv, richtig geil. Was am Endeffekt stört und ich denke mir, dass ihr mir da von der Logik beipflichten könnt. Das ist so ein geiles Fleisch, aber eigentlich darfst du das nicht mit so Soßen vollknallen. Das ist wieder das gleiche Thema. Irgendwie ist es special, aber an und für sich gibt es einen Drang in mir, der sagt, nimm das Fleisch und snack das so weg, wisst ihr? Gleich die Bewertung von mir. Ein, zwei Worte zu diesem 90-Franken-Döner. Mhm. Ich fand ihn sehr, sehr speziell. Mhm. Was ganz, ganz anderes. Jetzt nicht unbedingt ein normaler Döner. Hat mich auch nicht so geschmeckt. 90 Euro für mich zu viel. Mhm. Also ich würde sagen, eine 7,5. Interessant. Ich schwöre bei meinem Leben, die Bewertung, die ich gleich sage, ist einfach frei raus. Ne? Wir haben krasses Fleisch, wir haben krasses Brot. Zutaten dazu waren jetzt nicht unbedingt jetzt so das 100% Matching. Fleisch, dadurch, dass es so ganz flach geschnitten war, das Fleisch ist nicht dafür geschafft. Das muss im richtigen Stück auf dem Grill. Das ist so die Qualität. Ich habe schon Kobe Beef gegessen und schon Gutes. Es hat einen wesentlich besseren Grundcharakter. Ja. Nenne ich es einfach so. Es ist so auch leicht in Schieflage geraten. Ich hatte die Bewertung 7,6 im Kopf, weil es nichtsdestotrotz immer noch sehr speziell war. Ja. Du hast mich gerade angeguckt, richtig verliebt. Yes, ich habe gut bewertet. So, weißt du, wie ich mein? Ja, hast du gut gemacht. Ja, also ja. Das war wirklich ein starkes Ding trotzdem. Aber du hast einen Formel-1-Wagen, hast ihn aber leider ein bisschen gedrosselt. Oder falscher Fahrer. Ja, genau. Die Bewertung, muss ich noch sagen, nicht im Döner-Ranking. Das ist kein Döner. Die wird so einfach als Gericht bewertet, ne? Weil Maelo so begeistert war darüber, wie ich das Feedback an Chef gegeben habe, das wirst du gleich machen. Warum? Da kommt Ali. Ali, Maelo gibt dir heute einmal das Feedback, wie wir den Döner bewertet haben. Merci für immer. Also Holle und ich haben vorhin gerade die Bewertung gemacht und was soll ich sagen? Wir fanden es beide sehr, sehr special, aber er hat es nicht in das normale Rating rein eingemacht, sondern ein separater Special-Menü. Und dort hat er eine 7,6 gegeben. Genau. Ja, also ganz starkes Fleisch, ganz starkes Fleisch, ganz starkes Brot. Genau, ich habe nur gesagt, halt das Fleisch normal als Steak auf dem Grill und vielleicht einfach weniger Soßen, weil das Fleisch so stark ist. Ne? Da nimmst du ein bisschen Show, habe ich gesagt, hast Ferrari genommen, ein bisschen falschen Auspuff rangeknallt. Ja. Aber das Grundprodukt stark und kann ich auch wirklich jedem empfehlen zu testen, weil das einfach mega lecker ist. Und es ist mega lecker. Es ist auf jeden Fall eine Experience und darum geht es, glaube ich, in erster Linie bei dem Produkt. Mhm. Ja, danke, Ali, dafür. Danke fürs Einladen. Lass gern für uns und für Ali einen Daumen oben knallen. Vielen Dank. Und dann sage ich vielen, vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Sehr, sehr geil.